Na dann haben wir hier noch was. Das Grill. Hier sind wir uns das erste Mal begegnet. Du wolltest mich einfangen wie ein Vogel. Ich konnte ja nicht wissen, dass du so groß sein würdest und so dickköpfig. Das musst du gerade sagen. Stimmt. Auch wenn wir sonst nicht viel gemeinsam haben, ich glaube, darauf können wir uns einigen. Ah ja, schöne Erinnerung an Satinavs Ketten. Der Zeltplatz. Oha. Hm. Wer sind diese Leute? Diese Statuen machen mir Angst. Wer sind diese Statuen? Sie sehen aus wie die Grabsäulen aus Fahis Erzählung. Nur mit Gesichtern darin. Heda, was ist hier los? Reda, ich kann so nicht arbeiten. Magister Bodiak? Dieser Mann stört meine Ermittlungen. Rede mit ihm. Schick ihn fort. Ich habe für so etwas keine Zeit. Es tut mir leid, aber das Kampfseminar der Magier zu Andergast hat dieses Gebiet bis auf Weiteres gesperrt. Du gehst besser nach Hause. Was ist hier geschehen? Eine Meute aus der Stadt wollte einen fahrenden Händler aus dem Land jagen. Und das wurde aus ihm, tada, otulamidische Säulen mit andergastischem Kern. Vom Händler fehlt jede Spur. Er ist verschwunden? Jep, und jetzt kusch dich. Sonst widerfährt dir womöglich noch das Gleiche. Tusch dich. Es ist doch alles verhext. Fahi war unsere beste Möglichkeit, dich zu heilen. Aber ist er nicht böse? Hat er nicht die Menschen versteinert? Nuri, das war ein Andergaster Lynchmob. Hätte ich es gekonnt, ich hätte sie auch in Klötze verwandelt. Er muss hier irgendwo eine Spur hinterlassen haben. Besser, ich finde sie, bevor die Magier vom Kampfseminar es tun. Sonst stehen wir wieder am Anfang. Magier vom Kampfseminar, alles klar. Der Geist muss sich mit versteinert haben. Finger weg! Dies hier ist Sperrgebiet. Können wir die Taschen looten? Pass auf, Junge. Ich habe gute Augen. Ah, ja. Löffel weg von meinem Hammer. Heda, ist da jemand drin? Sie kann nichts hören. Und ich durch dieses Geschrei auch nichts. Also bitte. Was ist hier geschehen? Aus welcher Richtung erfolgte der Angriff? Fragt ihr mich? Ah, er ist ja immer noch hier. Breda, ich erwarte mehr soldatische Härte. Mach, dass er verschwindet. Ich kann so kein Wort verstehen. Was für Worte? Verschwinde. In Ordnung. Aber erst muss ich herausfinden, was mit Fahi geschehen ist. Soldatische Härte. Er ist zu weit weg. Vielleicht können wir ja... Wenn das wirklich versteinerte Menschen sind, sollte ich mit meinem Zauber vorsichtig sein. Nein, ich lasse es so. Nicht solange dieser Magier in der Nähe ist. Nein, ich lasse es so. Da bringt der Zauber nicht... Das ist eine Truhe. Dafür bin ich zu weit weg. Ich kann mir dasselbe schneiden. Nicht solange dieser Magier in der Nähe ist. Können wir irgendwie weglocken? Er ist ein lustiger Kauz. Nur solange er nicht sieht, dass ich einen sprechenden Raben bei mir habe. Nuri könnte sich vor dem Magier als der Versteinerte ausgeben. Doch ist ihre Stimme dafür nicht tief genug. Eron. Ich kann noch nicht wieder fliegen. Ich weiß, Nuri. Ruh dich aus. Ich schaff das schon allein. Geron, ich... Ich weiß Nuris alte... Ich trage... Nur vielleicht... Wenn ihre Heilung nur so einfach wäre. Das wäre schön.
Gehen wir mal hier hin. Heda, gibt es denn gar keine Spur des Händlers? Doch, er führt einen geschliffenen Doppelkonsumer, mit dem er jede Nervensäge in kleine Scheiben schlägt. Keinen Woher einzigen weißt du das? Gedanken. Ich sehe es. Er steht damit grinsend hinter dir. Nein, wir wissen immer noch nichts. Und jetzt verschwinde bitte. Sonst bekomme ich nur noch mehr Ärger. Wie viele Angreifer waren es? Hey, das Seil hängt da nicht ohne Grund. Er ist zu weit weg. Dafür bin ich zu weit weg. Dafür bin ich zu weit weg. Aus welcher Richtung erfolgte der Angriff? Aha. Wie geht's denn? Wenn ich auf die Lichtung will, muss ich sie irgendwie ab... Besser nicht. Tja. Wir jetzt ab. Ich höre nichts. Keinen einzigen Gedanken. Ich kehre erst zurück, wenn... Mhm. Das geht so nicht. Er ist zu weit weg. Tun wir vielleicht hier. Wenn das wirklich verstanden. Nichts geschieht. Die wenigsten Schlösser lassen sich von meinem kümmerlichen Zauber beeindrucken. Ja. Dafür muss ich erst. Da passiert ja erstaunlich wenig. Wenn ich auf die... Der Geist muss sich mit versteinert haben. Ja. Unsinn. Wie viele Angreifer waren es? Mit ihm zu reden ist hoffnungslos. Mit ihm zu reden... Er ist ein lustiger Kauz. Nur solange er nicht sieht, dass ich einen sprechenden Raben bei mir habe. Ja. Vielleicht können wir ein Messer bedrohen. So etwas mache ich nicht. Der Geist muss sich mitversteinert haben. Vielleicht können wir... Hier gibt es nichts zum Schnappen. Hier gibt es nichts... Es würde nur stumpf werden. Wie sah der Magier aus? Ja, der Geist muss sich mitversteinert haben. Der wiederholt seine Worte. Also, was tun wir? Theren bringt auch, glaube ich, auch nichts mehr. Aus welcher Richtung erfolgte der Angriff? Oha. Willkommen, Letox. Nein, willkommen in der Ektodem Community. Ein neuer Follower. Willkommen. Können wir Nuri hier? Psst. Oh, Nuri, als ob das geht. Kannst du mir einen Gefallen tun? Lenk den Magier ab. Hüpf hinter die Statue und rede mit ihm. Er wird glauben, du bist die versteinerte Frau. Soll ich ihm von König Kastanie und den Rübengeistern erzählen? Nein. Beantworte seine Fragen. Welche Fragen? Und was soll ich antworten? Hör hin. Wie viele Angreifer waren es?
Sag, es war nur einer. Wie sah der Magier aus? Er trug einen Umhang. Woher weißt du das alles? Ich weiß es doch gar nicht. Ich rate nur. Aus welcher Richtung erfolgte der Angriff? Aus... Wahrscheinlich aus dem Wald, würde ich sagen. Er erfolgte aus dem Wald. Und in welche Richtung sind sie dann gegangen? Nach Nordwesten. Kannst du dir das merken? Ja, mal das schauen. Ist leicht. Mal schauen, ob es klappt. Was für eine Zeitverschwendung. Schwere Frage, Detox. Der Geist dieser Bauern ist nun endgültig zum Erliegen gekommen. Wie geht's dir? Ja, mir geht's. Ich ja, habe Kontakt. Muss schon. Wird schon. Was sagt Keine sie? Ahnung. Braucht ihr Hilfe bei der Mitschrift? Nein. Der Bericht ist unkompliziert. Ich kann ihn mir so merken. Schwierig zu sagen. Mit ihm zu reden ist hoffnungslos. Ein bisschen was über das Game erzählen. Ich kann dir was über den Vorgänger erzählen. Ich spiele das Spiel auch gerade zum ersten Mal. Das ist das Schwarze Auge Memoria. Das Schwarze Auge ist eine Spielereihe von, gibt's mehrere Spiele zu. Ich glaube 5 oder 6 insgesamt irgendwie. Wir spielen jetzt gerade den Nachfolger zu Satnavs Ketten. Der erste Teil war, den haben wir schon live auf Twitch gespielt. Gibt es, glaube ich, schon als komplettes Let's Play auf YouTube, wenn man den gucken will. Auf meinem YouTube-Kanal gibt's das schon zu sehen. Kannst nachher, wenn das Stream vorbei ist, mal hingucken. Und mal ein Abo da lassen auf YouTube und da mal... Das Let's Play dürfte schon vollständig sein, das haben wir schon abgeschlossen. Haben wir live gestreamt und dann die Stream-Aufzeichnung habe ich hochgeladen auf YouTube. Was gibt es dem Spiel zu sagen? Memoria, genauso wie Satinavs Ketten. Da spielen wir den Hauptprotagonisten, den Giron. Das spielt in einer Fantasy-Welt, die so ungefähr die so mittelalterliche Fantasy-Welt mit ja, Magie ist möglich. Der Giron hat hier einen Zauber, den er, einen Reparierungszauber, einen Zerstörungszauber, den er machen kann. Der ist kein Magier, aber der kann so, hat so eine einzige kleine Zauberkraft. Und ja, der hat, das haben wir im kleiner Spoiler für Satnavs Ketten. Das schließt jetzt nämlich hinten an Satnavs Ketten direkt an. Wir haben gerade nicht mehr im Inventar, sondern die versteckt sich jetzt hinter der Säule. Da wollen wir gerade den Eulrich austricksen mit ihr. Wir haben eine kleine Fee im Inventar. Die Fee wurde in einen Raben verwandelt. Das ist alles im... Da gehe ich nicht zu sehr drauf ein, da müsste Satnavs Ketten gucken. Und Satnavs Ketten haben wir. Ging die ganze Story davon, dass wir die Fee getroffen haben und am Ende dann die Fee sich zum Rahmen verwandelt hat. Was dazwischen passiert, das müsst ihr selbst gucken. Und jetzt unsere Mission, wir haben Rätsel oft bekommen von einem weisen Zirkus-Typen am Anfang des Abenteuers und das müssen wir jetzt lösen, um einen Heiltrank, einen Zaubertrank zu finden für Nuri. Nuri heißt die Fee, um die dann wieder zurück zu verwandeln, vom Raben zur Feengestalt, in der wir sie kannten. Das Ganze ist so ein bisschen Pen and Paper. Meine starke Vermutung ist, dass es nach einem Pen and Paper aufgebaut wurde. Da haben wir im letzten Stream lange drüber geredet. Also ich habe Monologe geführt darüber. Also Pen and Paper. Also gibt's starke Beweise dafür, dass die starke Indizie dafür, dass das mal ein Pen Paper Abenteuer war.
Ja. Es so ist auch so ein, hat auch, wenn du Pen Paper Fantasy Abenteuer kennst, so ungefähr fühlt sich das ja an. Fühlt sich sehr stark in einem Pen Paper Fantasy Abenteuer als Videospiel an. Also, ich hoffe, das waren genug Informationen an Ledox in der Kürze oder in der Länge. Ich hoffe, das beschreibt das Spiel. Schau dir unbedingt nachher nach dem Stream, wenn wir, oder wenn wir Pause machen nachher, kannst du schon mal anfangen zu gucken. Schau dir mal Sagnaps Captain an, den Vorteil. Ist, glaube ich, kann ich nur empfehlen. Gibt's bei mir schon auf YouTube. Let's Play Sagnaps Captain. Let's Play das schwarze Auge Sagnaps Captain. Danach gibt's noch, ich weiß gar nicht, ein anderes Spiel besitze ich noch. Man kann es nicht dein Empfinden beschreiben, ist nicht so gut im Moment. Ich will gerade nicht drüber reden, das ist private Problemchen und das ist viel, viel, was mich beschäftigt. Das ist, ja, gut geht es mir auf keinen Fall, aber ich halte die Ohren steif, das kriegen wir schon hin. Müssen wir nicht drüber reden. Jetzt sind wir hier im Spiel. Ich werde jetzt hier ein bisschen weiter spielen. Freut mich, wenn es dir gut geht. Jetzt müssen wir irgendwie einen Weg finden, um den abzulenken, den alten. Da du das Spiel nicht zu kennen scheinst, brauche ich also auch nicht zu sagen, dass du kein Backseat Gaming machen sollst. Ja, hoffe ich auch. Jetzt lassen sie über was anderes reden. Ist hoffnungslos. Snoopy, mit Snoopy können wir reden, Snoopy. Nuri, erzähle dem Magier etwas anderes. Ah, okay. Da kommt sie. Auf die Frage, wie viele Angreifer es waren, sagst du... Angreifer. Du musst doch einer, so wie ich das gerade erfahren habe von der anderen. Mir gefällt der Artstyle sehr gut. Ja, mir auch, muss ich sagen. Deadly Entertainment, großartiges Entwicklerstudio. Ja, bekannt geworden und von Deponia, Edna bricht aus, haben die gemacht. Und unzählige andere Spiele. Habe ich es in den Augen. Deponia 1 bis 4, die haben auch. Die Säulen der Erde gibt es auch ein großartiges Spiel, haben wir auch schon gestreamt. The Night of the Rabbits, ich habe schon viele Deadly Games gespielt. Frag mich nach einem, ich habe es bestimmt schon gespielt. Das ist ein weiteres Deadly Entertainment Spiel. Die machen oft auch gute Artstyles als Spiele. Also wie wir es erfahren haben, das war nur der eine, der das dort, wenn ich das richtig gesehen habe. Der eine, der wurde verfolgt von dem, das hat uns die Dame da erzählt. Der eine, der wurde verfolgt von dem Mob hier und deswegen hat er die verwandelt. Also will ich das sagen. Sag, es war nur einer. Wenn er eine Beschreibung des Magiers haben will, antworte. Tja. Schwarze Ungeln, Äffchen zu neblig. Fokus von Busch. Dann sagt zu neblig, würde ich sagen. Vielleicht. Es war zu neblig, du konntest nichts erkennen. Erzähle ihm, der Angriff erfolgte aus. Nordost. Er erfolgte aus Nordost. Und wer auch immer euch angegriffen hat, ist geflohen nach... In den Wald. Das klingt logisch. In den Wald. Kannst du dir das merken? Ja, das ist leicht. Vielleicht klappt das diesmal. Die Aussage hat sich geändert. Oha. Mitschrift? Nein, der Bericht ist unkompliziert. Ich kann ihn mir so merken. Okay, wir können währenddessen nicht rüber, weil das wäre eine gute Idee. Wenn wir, wenn es weggeht, könnten wir vielleicht durchschleichen. Den Zaun durchschneiden und so weiter. Nuri! Okay, das scheint es immer noch nicht zu sein. Auf die Frage, wie viele Angreifer es waren.
Ich bin überzeugt davon, dass das wirklich nur einer war, weil das hat uns, glaube ich, die Dame hier erzählt. Sag, es war nur ein, wenn er eine... Dann sag mal, Kupus war eine Brosche. Er trug eine... Erzähle ihm. Und er kam von hinten. Ihr wart in ein... Und wer auch... Und... Ich hält in den Wald immer noch am logischsten. In den Wald. Kannst du dir das merken? Ja, das... Mal schauen. Das ist ein kleines Rätselspiel. Wieder eine neue Detox. Geschichte. Und werden wir ein bisschen rumrätseln. Mitschrift? Nein. Der Bericht ist unkompliziert. Ich kann ihn mir so merken. Ja. Wo können wir das wissen? Nuri, erzähle dem Magier etwas anderes. Versuchen wir mal. Auf die Frage, wie viele Angreifer es waren, sagst du... 11 bis 15, das klingt zu genau. Sag 11 bis 15. Wenn er eine Beschreibung des Magiers haben will, antworte... Das nämlich haben wir ausprobiert, schon so mal. Ja, ich bleib bei der Brosche. Er trug eine kokosfarbene Brosche auf der linken Brust. Erzähle ihm, der Angriff erfolgte aus... Ja, Nordost. Er erfolgte aus Nordost. Und wer auch immer euch angegriffen hat, ist geflohen nach... Nordwesten. Nach Nordwesten. Kannst du dir das merken? Was trug er nochmal? Eine krokusfarbene Brosche auf der linken Schulter. Dann mal los. Das war jetzt ein Zusatz. Das war danke, richtig, Nuri. Oder was? Du bist mir eine große Hilfe. Und wieder eine neue Geschichte. Sie kamen aus Nordwest und gingen dann wohin? Breda, wo bleibst du? Ah, sehr ich schön. Kann mir das alles doch aber nicht alleine Sinn. Merken. Und jetzt schleichen wir uns da durch. Das wird sie erst einmal beschäftigen. So, abhauen hier. Jetzt können wir mit dem Messer bestimmt. Sehr schön. Und jetzt mal hier. Einmal die Truhe öffnen. Da ist ein Schloss dran. Ich kann es doch. Als ob wir das Schloss nicht zerstören können. Nichts geschieht, die wenigsten. Wenn das wirklich versteinerte Mensch. Jetzt sollten wir mal ins Zelt rein. Ah, das kommt uns doch bekannt vor. Das war doch das Zelt, wo wir am Anfang den weisen Mann hier getroffen haben, der uns das Rätsel gestellt hat. Ah, Teppich. Können wir was drunter verstecken? Will jemand Kissen mit? Wir rollen es nur zur Seite. Igitt. Was auch immer da drin ist, es stinkt fürchterlich. Das ist das Lager von dem Alten. Nicht von dem alten Waisenhut, sondern von dem... Es sieht sehr stark das nach dem Anfangscharakter aus, den wir am Anfang, im ersten Stream, im ersten Part am Anfang hatten, der uns hier auf das Abenteuer geschickt hat. Nicht der Typ von dem... Die sind, glaube ich, nur hier, das ist nicht... Ich glaube, das ist nicht deren, das ist nicht sein Lager. Ich weiß es natürlich nicht, aber... Sie riechen seltsam. Irgendwie... Oh, mein Kopf. Bei Fex. Was ist das für ein Zeug? Ich weiß den Namen nicht mehr von dem Typen, den wir am Anfang getroffen haben, aber dieser... Das war so ein hübsch frisierter alter Mann, der hier mit seinem Äffchen auf der Schulter im Zelt saß, hier an dieser Stelle auf diesem Kästchen saß er und hat uns den Rätsel aufgegeben. Der weiß wohl, wie wir unsere Nuri wieder befreien können.
Geht nicht. Er ist oben und unten befestigt. Das kriegen wir doch hin. Und da geht's nach draußen. Huch, hier steht ja noch einer. Offenbar haben noch nicht einmal die Magier ihn hier... Aios, stehe mir bei. Das ist die Maske aus der Grabkammer. Was hat mir dieser Kerl noch alles verschwiegen? Das kommt uns sehr bekannt vor, das Kapitel 1. Er hält die Maske fest in der Hand. Ich muss zu härteren Mitteln greifen, will ich sie abbekommen. Das kriegen wir vielleicht so hin. Wenn das wirklich versteinerte... Oder auch nicht. Was ich brauche, sind Hammer und... Verdammt. Ja, der Typ hat einen Hammer. Der Elzack hat einen Hammer. Vielleicht seltsame Gurken, vielleicht können wir damit. Wozu? Hätte sein können. So ins Zelt. Jetzt kommen wir aber doch nicht mehr raus. Oh, ein Schlüssel. Ein Schlüssel? Das reicht, Breda. Wir haben eine Aussage. Hast du den Tatort vollständig untersucht? Ja, da war nichts. Wenn es noch etwas gibt, dann im Zelt. Ich schreibe das hier nur noch eben zu Ende. Oha. Oh je. Schnell raus hier. Wenn wir dann ins Zelt kommen, können wir rausnehmen. Schnell verschließen. Geschafft. Und bring den Tatort nicht durcheinander. Ich höre jedes Scheppern. Das war knapp. Hört er nicht. Er sieht nicht aus, als könnte ich ihn von Hand verschieben. Vielleicht können wir da jetzt was kaputt machen. Den Keil wegnehmen. Weg damit. Okay, ins Zelt sollten wir, glaube ich, jetzt nicht gehen. Das wäre unklug. Da ist ein Schloss dran. Den alten Flüten und Berumpeln. Einen Schritt weiter und sie sehen mich. Sie sehen mich. Sie sehen mich, ist gut. So, können wir ihn wieder irgendwie ablenken oder müssen ihn jetzt irgendwie ablenken, damit er da weggeht und wir den Hammer nehmen können. Das müssen wir jetzt tun. Nein. Wehe, du bringst den Tatort durcheinander, Mädchen. Ich pass schon auf. Wir müssen ein lautes Scheppern verursachen, damit er hierher kommt. Ach, warte, wir haben doch den Schlüssel für die Truhe. Das müsste doch... Passt. Flaschen. Das Kind habe ich da. Die macht sich nicht mehr über mich lustig. Nur eine Flasche, können wir die Flasche nicht mitnehmen und... Ah, hier, Meißel. Die Flasche kaputt machen und ihn damit... Sie würde zerbrechen, der Magier sich umdrehen und mich sofort sehen. Jetzt wird noch mal ein bisschen Abstand nehmen, hier hingehen, hinter den Baum dort und dann... Sie würde zerbrechen, der Magier... Blödsinn. Will ich hinter der Steinsohle verstecken? Ich kann auch das Leben unheimlich. Dann vielleicht hier rüber hinter den Karren. Hey, ich sagte nichts kaputt machen. Hörst du mich? Kaum zu glauben, was alle an ihr finden. Na, kommt jetzt rüber, oder? Das hat irgendwie nichts gebracht. Der Alte ist immer noch hier. Mit ihm zu reden. Vielleicht können wir von da drüben. Während wir hier stehen? Ja, das können wir. Und hier drüben. Das hört jetzt aber mal auf, ja? Das müssen wir noch ein paar Mal machen, dann geht er darüber.
Dann können wir, während wir hier sind. Hey da! Aufpassen, ja?